schon im Auto die ganze Zeit geheult, weil wir jetzt mit der kleinen Maus nach Hause kommen und sie jetzt das erste Mal da ist. Oh. Mausi, du kommst das erste Mal nach Hause. Jetzt gehen wir über die Schwelle. Ach, ich habe ja den Schlüssel in der Hand. Sorry, mein Herr, ich war schon so beim Klinik verlassen. Als Markus durch die Tür gehen wollte, ich so, Schatz, stopp, wir müssen gemeinsam durch die Tür. Hallo zu Hause, du Isa. Es sind übrigens nicht unsere Ballons, die hat uns die Station gegeben, weil sie einfach jemand da gelassen hat, gemeint, die finden das so schade. Und dann hat sie gemeint, hat sie die uns einfach angegeben. Und ich so, oh, nehmen wir. Und jetzt fahren wir mit ihr in unsere Wohnung. Oh, Markus hat das ganze Gepäck und muss sich um alles kümmern. Tja. Alright. Gebe zu, es ist ein bisschen viel Zeug. Ach ja, ich habe immer noch den Schlüssel. Tada. Scheiße. Oh Gott, da hat jemand was aufgehängt. Ich habe auch eine Vermutung, wer das war. Ist das süß. Vorsicht, Luftballon hängt an dem an der Girlande fest. Oh. Das ist ja super lieb. Wie cool. Also Leute, jetzt das Heimkommen. Ich habe so viel geheult. Ich habe mich mit ihrem Babyzimmer, ich bin mit ihr, mit Markus gemeinsam ins Babyzimmer, was wir so viele Monate für sie vorbereitet haben. Und dann habe ich mich mit ihr auf den Sessel gesetzt und ey, ich war so, ich habe mir das so lange ausgemalt, während ich auf diesem Sessel saß, wie ich irgendwann mit meinem kleinen Baby da sitze. Und jetzt ist es einfach wahr. Und jetzt hat Markus mir das Babybett rübergeschoben und jetzt sind wir hier und es ist, sie sieht winzig aus in dem Babybett, total winzig. Aber ja, so habe ich mir das immer ausgemalt und ich bin einfach so unfassbar glücklich gerade. Ich weiß, es ist schwer zu sagen, man ist unfassbar glücklich, während man heult, aber es ist so unreal. Ich habe so das Gefühl, ich wach gleich auf. Und es stimmt alles einfach nicht. Ich mach auf und ich bin weder schwanger, noch habe ich ein Baby. Und es ist so, ich habe es mir so lange ausgemalt, dass ich nicht glauben kann gerade, dass es jetzt echt alles ist. Und ja, so, also ich war noch nicht mal unten. Markus hat gesagt, da steht auf dem Tisch auf uns auch eine Flasche Sekt und zwei Gläser quasi. Also wir wissen sehr genau, welche lieben Freunde von uns das waren, die uns da jetzt gerade mit dieser Girlande überrascht haben und allem. Und ja, wir haben jetzt auch überlegt, was macht man jetzt eigentlich als erstes, wenn man nach Hause kommt? Was macht man dann? Und wir wissen es irgendwie gar nicht, aber ich habe dann einfach sie erstmal angeschaut, weil das war irgendwie so das Vertrauteste, was ich gerade hatte, um mich wieder im Leben, in der Realität zu ankern. Habe ich einfach nur mein kleines Baby angeschaut, weil das ist das, was ich die letzten Tage halt am allermeisten gemacht habe. Und ich wollte sie am liebsten dann gleich stillen, weil ich das auch die ganze Zeit mache. Aber ehrlich, ich habe sie im Klinikum nochmal gestillt, bevor wir los sind. Und wir sind eine Dreiviertelstunde unterwegs gewesen. Sie schläft jetzt, weil sie jetzt nicht will. Also das wäre jetzt Quatsch, sie aufzuwecken. Sie hat auch auf der Rückfahrt keine Minute irgendwie gekneckert. Die hat einfach in diesem Autositz gelegen und geschlafen, selig. Und ja, für mich war das so, hey, du bist gerade das erste Mal an die frische Luft gegangen. Du hast das erste Mal das Klinikum verlassen. Und du bist das erste Mal durch deine Haustür gekommen, wo du ab jetzt wohnst. Und sie war halt, ja, also ihr seht schon, keine Ahnung, was wir jetzt als erstes machen. Ich werde jetzt erstmal in aller Ruhe ankommen, durchatmen, wahrscheinlich eine Insta-Story machen und dann essen wir auf jeden Fall nachher noch ein bisschen Eis, weil ich habe nämlich ein Eis, was wir damals schon
was ich total liebe, Ben & Jerry's Cookie Dough gekauft. Das war auch das erste, was wir gekauft haben nach Einzug, was einen in den Kühlschrank durfte. Und ich habe vor 2 Wochen schon eins gekauft und gesagt, das essen wir nach Luisas Entbindung. Ich weiß auch nicht, warum ich das so für mich so was Besonderes ist. Und ich glaube, jetzt gibt es einfach dann erstmal noch eine Portion Cookie Dough. Aber jetzt, Markus, duscht jetzt erstmal noch, weil ich habe morgens im Klinikum hier noch geduscht und er hat gesagt, er wäscht sich jetzt erstmal. Also, er hat erst gefragt natürlich, ob ich irgendwas brauche. Und ja, jetzt wäscht er sich. Wir haben noch mal eine abgepumpte Muttermilch in den Kühlschrank, hat er noch gepackt. Und jetzt versuche ich erstmal zu überlegen, was mache ich jetzt eigentlich? Was mache ich jetzt eigentlich? Ihr werdet es erfahren, weil ich werde auch natürlich jetzt zu dem Wochenbett dann einen Vlog machen. Ja, aber die ersten Tage im Klinikum sind jetzt schon mal durch. Wir sind daheim mit unserem Baby. Und ich bin so glücklich, dass wir jetzt da sind. Das ist unfassbar. Wie kann ein Mensch nur so unglaublich niedlich sein? Das ist auch einfach absolut unmöglich. Hey, kleine Maus, na? Bist du langsam wach? Ich bin sicher, du hast schon wieder gleich Hunger, ne? Wie findest du die Welt jetzt so gerade? Na, siehe? Kleiner Frosch. Na? Du bist so ein süßer kleiner Fratz. Doch noch mal Schlafenszeit. So, ihr Lieben, wir haben die zweite Nacht im Wochenbett daheim gut geschafft. Die kleine Maus knackt noch ein bisschen neben mir. Sie liegt natürlich immer in ihrem Beistellbett, ja. Also sie durfte hier nicht schlafen, aber da wir jetzt schon eine Weile wach sind, haben wir sie zu uns rübergezogen, ein bisschen gekuschelt. Jetzt kam gerade unsere Frühstücksbestellung mit Flink. Markus holt sie gerade zur Tür rein. Ich habe eine Runde geduscht. Also die erste Nacht hatte ich viel Angst. Jetzt die zweite, nicht mehr so viel. Dafür hat sie echt ständig gerufen. Also ich habe sie heute Nacht 5-mal gestillt. Also ich bin schon ein bisschen müde, aber das ist okay. Es ist einfach so schön, jetzt mit meiner kleinen Maus hier zu sein. Und ihr seht schon, ich zeige sie euch jetzt doch mehr, als ich dachte, weil sie gehört zu meinem Leben dazu und ich will sie nicht verstecken. Punkt. Ja, und jetzt macht mir Markus gleich Frühstück. Es gibt jetzt Avo auf frischem Brot. Das kam jetzt eben extra hier von der Berliner Bäckerei mit Flink und ja, Avo Brot und Ei. Nam, 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 nam. Aber ich habe schon einen kleinen Zwischensnack gebraucht, weil Stillen macht echt so hungrig. Also ich habe vorhin schon wieder einen von meinen Three Bears Riegeln gegessen, weil die hatte ich ja für den Kreißsaal dabei. Und wie einige von euch richtig angemerkt haben, hatte ich im Kreißsaal keinen Hunger mehr und habe dort nichts gegessen und nur Saft getrunken. Aber dafür habe ich meine ganzen Riegel jetzt noch und die sind zum Stillen echt auch gut, weil das kostet Energie und man wird so hungrig. Aber es ist ja auch kein Wunder, weil die kleine Maus frisst das ja alles, die saugt mich ja auf. Aber das ist ja auch okay, das darf sie ja. So, mach mal Wochenbett übrigens richtig. Man kann ich dann Essen ans Bett gebracht. Das hat der Markus mir jetzt gerade als Frühstück nach Wunsch gemacht. Und dann musste es leider eine Viertelstunde stehen bleiben, weil ich Luisa gerade gestillt habe. Aber jetzt esse ich mein Frühstück. So, ihr Lieben, das nächste, was wir jetzt ausprobieren, Markus hat gerade die Federwiege aufgebaut, weil sie nämlich ein bisschen quengelig ist und sie aber schon gestillt und gewickelt wurde. Und jetzt probieren wir, wie sie darauf reagiert. It's a first. Okay. Es ist hoch. Okay. Machen das erstmal auf. Ich habe noch keine Ahnung, wie sie es findet. Es soll später eigentlich eher im Wohnzimmer sein. So. Mal ganz vorsichtig mal ein Baby da drin ablesen. Ich habe ein bisschen Angst, dass es runterfällt. Es ist gut festgemacht. Ja, ich weiß. Können wir trotzdem noch ein Kissen drunter legen? Kannst du noch mal Pause machen und ein Kissen drunter legen? Können Sie da eigentlich auch machen. So, also willkommen in der Welt vom Muttersein, wo man völlig irrationale Ängste hat, weil das Ding ist ja ein super geil zugelassenes Produkt.
Also, wie ihr seht, das hält. Komm mal rum, sie liegt da drin und sieht eigentlich ganz geil eingeknödelt aus. Also, ich drehe sie gleich noch ein bisschen. Aber, also sieht eigentlich ganz bequem aus. Ja, stimmt. Dann kann man hier noch weiter zumachen, damit sie nicht rausfällt. Aber ich glaube, hier kann sie sich auch nicht wirklich rausbewegen. Nö, ich denke nicht. Okay, dann machen wir mal an. Schauen wir mal. Und dann musst du es leicht anstoßen, weil... Genau. Hallo, Baby. Das stößt auch nicht ans Klavier an, oder? Von dem Ort, wo wir es aktuell haben. Nö, aktuell nicht. Vielleicht sollten wir es noch ein bisschen wegbewegen. Also, das Baby liegt drin und tut nichts. Aber wir müssten sie natürlich mal schreiend reinlegen und gucken, ob sie sich dann beruhigt. Aber sie liebt Wackeln auf mir. Sieht erstmal entspannt aus. Ja, eigentlich schon, ne? Gut. Also wir berichten mal, wenn sie mal schreiend reingelegt haben, aber ist gut. Also Leute, wir hatten hier jetzt gerade mal die erste Mal so eine leichte Krise, weil wir die Maus echt nicht wach gekriegt haben. Sie hat jetzt heute wieder abgenommen, obwohl ich sie so gut gefüttert habe gestern und ja, dann haben wir jetzt gedacht, und jetzt waren es schon wieder 3 Stunden her und wir haben sie versucht wach zu kriegen und die wurde nicht wach. Und dann hat sie auch noch so kleine Myoklonien bekommen, also so Muskelzuckungen. Und dann habe ich echt Panik schon bekommen, aber dann haben wir sie auch kräftig auf ihr rumgedrückt, auf den Füßen und allem. Und dann hat sie angefangen zu greinen und wurde wach. Also es hat mir echt leid getan, aber es musste sein. Oh ja, und ja, dann haben wir sie versucht, dann habe ich sie versucht zu stillen. Das hat nicht besonders gut funktioniert, weil sie halt so müde war. Dann haben wir ihr jetzt auch eine Flasche gegeben. Das haben wir auch mit der Hebamme so abgesprochen. Ja, und jetzt guckt euch die Maus mal an. Ja, jetzt ist sie wach, ne? Wo alles durch ist und wir gekämpft haben ohne Ende. Jetzt ist sie wach. Naja, aber war schon scary, oder? War schon spannend, ja, auf jeden Fall. Naja, und ich pumpe jetzt auf jeden Fall weiter ab. Ich erzähle euch mal irgendwann noch was zu meiner Pumpe. Aber also wir müssen sie jetzt ein bisschen mit der Flasche füttern. Ich will sie ja eigentlich stillen und deswegen machen wir halt so eine Kombi-Variante. Und ich bin natürlich, eigentlich wollte ich jetzt gerne noch ein bisschen warten, um halt nicht zu riskieren, dass sie nicht so gut stillbar ist, aber wir müssen jetzt Energie in die kleine Maus reinbringen. Weil die Mama hat nämlich ganz viel Milch und die kleine Maus kann ziehen. Wenn sie zieht, dann zieht sie richtig gut. Sie ist nur einfach immer zu faul und zu müde. Oh, kleines Mäuschen. Naja. Ja, aber jetzt ist sie wach. Willkommen in der Welt von, wenn Kinder die Reihenfolge diktieren. Oh Mann. Hey ihr Lieben, also heute bin ich jetzt wieder sehr frustriert. Wir haben sie vorhin gewogen mit der Hebamme und obwohl sie gestern die ganze Zeit getrunken hat und ich sie echt die ganze Zeit an der Brust hatte und wir ihr nachts noch aus abgepumpte Milch zugefüttert haben, hat sie wieder 5 Gramm abgenommen. Aber ich habe mich jetzt soweit beruhigt und ich habe sie gerade das erste Mal in ihr Babynestchen gepackt. Ich zeige euch das. Jetzt liegt sie hier unten bei uns im etwas chaotischen Wohnzimmer. Wir haben jetzt auch, das hat Markus gestern aufgebaut, das Geschenk von meinen Eltern. Das ist der Trip-Trap mit Newborn-Aufsatz. Und jetzt hat sie quasi da, kann sie bei uns am Tisch sein. Damit können wir sie auch hier unten lassen. Die Federwiege kommt ja später dahin, die steht ja nur jetzt noch oben. Also es gibt ganz viele Orte für die Kleine. Und jetzt muss sie halt einfach noch zunehmen. Aber es ist echt schwer, sich davon nicht frustrieren zu lassen. Also ich, ja, aber ich darf jetzt ja schon aufs Sofa, weil jetzt ist ja Woche 2 Wochenbett. Da muss man nicht mehr ganz im Bett sein. Auch darf da sollte man liegen. Markus übernimmt es für mich. Nein, ich lege mich ja auch gleich wieder hin. Ich lag schon die ganze Zeit da. Aber wir mussten das Stillkissen jetzt gerade aus der Packung raustun, weil der Markus gestern Ketchup drauf gekleckert hat. Genau, der Markus. Guck mal, so geht liegen. Waagerecht. Kannst du ein Vorbild nehmen. Geht ganz einfach. Ja, Luisa macht das auch gut, ne? Ja, die kann es auch. Ich lege mich jetzt auch wieder hin. Und hoffentlich wacht die kleine Maus mal auf, weil eigentlich wollte ich sie jetzt gerade stillen. Deswegen sitze ich nämlich, Mister. Aber... ja, was soll man machen, ne? Die ist tiefenentspannt gerade. Ich bewege dann immer ihren Arm und wenn er nur so macht, dann weiß ich schon, keine Chance. Leute, während ich Luisa gerade stille, hat Markus gerade schon eine Box für mich aufgemacht. Und zwar habe ich hier eine Windeltestbox, wo ich ganz... ich bin super gespannt. Die ist richtig coole Idee, dass man quasi alle möglichen Windeln ausprobieren kann. Ich mache mit euch ein Unboxing und zeige euch das dann auch.
So, Update. Es ist anstrengend. Ihr habt vielleicht damit gerechnet, dass der Moment irgendwann kommt. Also gestern Nachmittag hat ja meine Milch quasi fast aufgehört zu fließen. Also, und ich habe mir sehr viel Sorgen gemacht, weil sie nicht zugenommen hat. Und wahrscheinlich hat meine Milch genau deswegen aufgehört zu fließen. Ja. Weil Ängste und Sorgen und Stress können den Milchspendereflex stoppen. Habe ich dann rausgefunden. Ich dachte, ich habe wieder eine Besonderheit in meinem Körper, dass ich einfach morgens noch super viel Milch hatte und nachmittags dann einfach gar keine mehr. Also die waren quasi, abends waren die Brüste immer noch komplett leer gesaugt, da ist nichts rausgekommen. Daraufhin haben wir die gesamte Reserve, die ich morgens für die Nacht abgepumpt habe, ihr im Fläschchen schon über den Abend verteilt füttern müssen. Ich lege sie immer vorher an, bevor wir ihr eine Flasche geben, damit sie trotzdem sich das nicht abtrainiert, weil ich habe natürlich Angst, dass ich sie irgendwann die Brust nicht mehr nimmt. Dann haben wir nachts aber natürlich nicht mehr genug gehabt und haben dann nachts eine der Pränahrungen von der Klinik. Die hatten uns zwei kleine Fläschchen für Notfall mitgegeben, so fertig gemischte 90 Milliliter Fläschchen. Haben wir eine anbrechen müssen. Es hilft ja nichts. Also ich meine, letzten Endes Pränahrung ist sehr gut. Sie hat nicht die Immunglobuline, also die Antikörper, die in Muttermilch drin sind, aber ansonsten ist Pränahrung ja wirklich schon sehr, sehr gut in ihrer Zusammensetzung inzwischen. Auch wenn man das häufig nicht trotzdem nicht möchte, wenn man eigentlich stillen will, wenn man halt, es fühlt sich an wie Versagen. Ich habe auch gestern sehr viel geweint. Aber ich versuche mich jetzt eben zusammenzureißen, weil ich weiß, wenn man sich reinstresst, dann kann das eben nur die Milchbildung auch nur stoppen. Und das will ich natürlich nicht. Deswegen versuche ich jetzt zurück, wie es geht, zu bleiben. Markus hat mir gestern ganz lecker gekocht. Dann haben wir auch Ben & Jerry's aus dem Bett gegessen. Das ist ja so mein Cheat-Wellbeing-Ding. Damit ich, wenn ich mir was richtig Gutes tun will, dann mache ich so was Ungesundes und esse Ben & Jerry's Eiscreme aus dem Bett mit dem Löffel aus der Packung. Am besten Half-Baked oder Cookie Dough. Das sind so meine Sorten. Könnt ihr mal unten reinschreiben in die Beschreibung vom Video, ob ihr auch solche kleinen Guilty Pleasures habt und wenn, dann welche, wenn ihr Lust habt. Ja, und jetzt gucken wir halt mal. Also Markus geht jetzt gerade für mich in die Apotheke, holt mir Boxhornklee, Samen, Kapseln. Wissenschaftliche Evidenz, schwierig, 50-50. Also die Experten streiten sich, ob es was bringt. Alle anderen Sachen wie Stilltees, Mariendistel, whatever, ist im Grunde genommen wissenschaftlich widerlegt, beziehungsweise geht auf keinen Fall über den Placebo-Effekt hinaus. Bei Boxhorn-Kleesamen könnte es sein, nette Nebenwirkungen in der Dosierung, fängt man wohl an nach Curry zu riechen, aber das riecht ihr ja im Video nicht. Schauen wir mal, ich probiere es, ansonsten versuche ich ganz viel Ruhe, trinken, essen, mache ich ja auch. Und schauen, dass ich die kleine Maus, aber seit heute Morgen mit dem Dauerstillbetrieb, also alle 20 Minuten quasi, weil sie halt auch, glaube ich, nicht satt wird. Ich konnte aber heute wenigstens wieder was abpumpen nebenbei, weil ich es dann an einer Brust anlege und an der anderen pumpe. Hat mir auch die Hebamme empfohlen so, weil ich jetzt einfach versuche, maximale Stimulation an die Brust zu packen, damit die Milchbildung läuft und wenn wir ihr zwischendrin zufüttern müssen. Ich weiß, es gibt so Sachen wie das Brusternährungsset von Medela. Ich habe mir das alles schon angeschaut. Keine Ahnung, was wirklich was taugt, sage ich ganz ehrlich. Also auch wenn ich hier jetzt manchmal Marken nenne, ich habe mit keiner von denen eine Kooperation, sondern das sind einfach die Sachen, die ich mir selber geholt habe, wo ich jetzt den Eindruck habe, sie sind vielleicht gut. Ich gebe euch zu allem mal dann noch ein Update, auch zu der Milchpumpe, die ich jetzt hier habe und so weiter. Ja, dann schauen wir mal. Aber jetzt bin ich schon ganz schön down. Also gestern habe ich echt richtig viel geheult. Dabei ist es ja letzten Endes, ich versuche mir dann immer zu sagen, ey, vor 10 Monaten wusste ich noch nicht, ob ich jemals Mama werde. Und jetzt ist mein Problem nur, ob im Worst Case mein Kind ein Flaschenkind wird mit Pränahrung. Hallo, was sind das eigentlich für Probleme im Verhältnis? Überhaupt nichts. All die Kibo-Mädels von euch da draußen, die noch warten, ob sie ein Kind bekommen, fragen sich wahrscheinlich auch, und jetzt heult sie, weil sie nicht weiß, ob sie ihrem Kind ihre eigene Milch geben kann. Das ist ja so ein kleines Problem, aber mit den Wochenbetthormonen zusammen fühlt es sich plötzlich an wie ein Versagen, als wäre ich eine schlechte Mutter, weil ich mein Kind nicht ernähren kann. Ich weiß rational, dass es nicht so ist, aber es ist, auch ich, auch mich erwischt das, obwohl ich echt bisher wenig mit Wochenbettdepressionen oder auch mit den Heultagen zu kämpfen hatte, sondern eigentlich wirklich gut drauf war, aber wenn dann halt sowas kommt, dann denkt man sich halt echt,
Da sieht man dieses kleine Gesicht und denkt sich, wieso kriege ich das nicht hin, was andere schaffen? Aber es geht vielen so. So, genug geheult. Ruhig bleiben. Ich lege die Maus jetzt wieder an auf die andere Seite. Wobei, so müde wie sie ist, weiß ich nicht, ob sie jetzt gerade wirklich gute Chancen hat. Sie schläft halt auch immer ein. Also beim Stillen, das ist wirklich ein Problem, sie wach zu halten. Und jetzt haben wir halt die Doppelkombi. Schlechte Trinkerin, kritische Milchproduktion. Markus bringt jetzt eben auch Prä aus der Apotheke mit. Auch noch, neben den Boxen und Gläsern. Und Dökolax, weil ich Verstopfungen habe. Zu all den schönen Themen war ja vielleicht mal noch ein separates Video. Da gibt es noch einiges, was ja nicht so ist, wie ich es mir gedacht habe. Oder was schiefgegangen ist mit Beckenbodenverdauung und so weiter. Da wird es nochmal ein Video geben zu einem netten Thema. Eins nach dem anderen. So, Luisa geht das allererste Mal in ihren Kinderwagen. Hey, kleine Maus. Hey. Das war ihr allererster Body. Den haben wir, da steht unten, steht Miracle. Den haben wir in Saudi-Arabien gekauft. Und die da habe ich selber gebastelt. Und jetzt gehen wir hoch aufs Dach. Also wir gehen noch nicht wirklich aus dem Haus, sondern wir machen einen Ausflug aus dem Haus aufs Hausdach. Hey, ihr Lieben, heute ist es nicht so warm, aber wir machen jetzt trotzdem einen kleinen Ausflug. Und zwar gehen wir jetzt zur Eisdiele. Also nachdem wir gestern schon auf dem Dach waren, machen wir jetzt heute mal den allerersten Ausflug draußen auf der Straße. Und die Eisdiele ist die perfekte Entfernung. Scheiß auf 20 Grad. Ja, sie ist noch nicht so überzeugt. Wir gucken mal, wie sie das findet. Gerade fand sie es noch spannend. Wir gehen ja nicht weit. Und dann gehen wir wieder zurück und gucken, wie sie es verkraftet. Schon irgendwie komisch jetzt mit Kinderwagen durch Friedrichshain, oder? Ja, sonst haben wir immer schon alle die mit Kinderwagen gesehen. Immer so, ha, da sind sie wieder. Jetzt sind wir sie ja auch. Wackelig. Achtung, Kopfsteinpflaster!